Mein Name ist Dietmar Spenhoff, ich bin der stellvertretende Leiter der Freiwillige Feuerwehr Schwerte. Wir wurden gerufen zu einem Wohnungsbrand in der Tulpenstraße 3 mit einer Person, die verletzt in der Wohnung ist. Die Zuwegung zur Wohnung war etwas schwierig, weil der Hauseingang auf der rückwärtigen Seite der Straße war. Wie die ersten Kräfte eingetroffen waren, war die gesamte Wohnung schon komplett verraucht und es war auch Flammenschein schon aus der Wohnung erkennbar. Also die Erstmaßnahmen hat die Polizei eingeleitet. Die haben also versucht, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Und dann hinterher die ersten Einsatzkräfte konnten dann relativ schnell die ersten Brandbekämpfungen durchführen bzw. auch zur verletzten Person durchdringen. Leider ist die Person schon vor unserer Befreiung verstorben. Das heißt, wir konnten die gute Frau nur noch tot bergen. Insgesamt sind 6 weitere Betroffene, davon eine Frau, die gehbehindert im Obergeschoss einer Wohnung war. Die wurde ebenfalls von der Feuerwehr gerettet und ins Freie gebracht, dem Rettungsdienst sofort zugeführt und ist dann auch unmittelbar danach sofort ins Krankenhaus verbracht worden. Thank you.